So, mein Lieben, da sind wir wieder. Und ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, Cloud wieder zu sich selbst finden zu lassen. Ja, wir haben seine Vergangenheit durchwurstelt, wir haben seine Psyche umgewälzt. Jetzt liegt er da halb durchsichtig auf dem Boden. Aber ich glaube, ich würde es mal so interpretieren als gutes Zeichen. Also hoffe ich. Geht's dir gut, Cloud? Oh, ich bin wieder ich. Da bin ich. In meinem ganzen Polygonglanz hier. Doppelpunkt. Tifa? Cloud, du bist es wirklich, oder? Ja, Tifa. Nun treffen wir uns endlich wieder. Ist das nicht schön? Du Dummkopf, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Cloud, ist alles in Ordnung? Stimme, ihre... Oh Gott. Ich glaube, Cloud ist durch. Das war's. Ich glaube, der ist völlig im Arsch, psychisch gesehen. Ja. Ich glaube, der hat einfach zu viel Marco-Energie im Schädel gehabt. Das war's. Ich verstehe, wir befinden uns im Lebensstrom, nicht wahr? Alle warten. Lass uns zurückgehen, Cloud. Zurück zu den anderen. Ja, ich glaube schon. Komm, Tifa. Lass uns zurückkehren. Ja, wenn das so einfach funktioniert, dann ja. Okay. Wir steigen einfach auf. Gut, ich wusste nicht, dass es einfach so easy funktioniert hier, ne? Okay. Schön. Die anderen haben mich scheinbar hier gefunden, halb tot liegend. Na, alles klar, Tifa? Hat dir dein kleiner Schwimmgang da gefallen oder was? Ja? Deine kleine Schwimmrunde. Jetzt bin ich auch Gemüse. Hm? Oh, hallo, Barrett? Du bist also zurück. Ich... Cloud, wo ist er? Ja, dreh dich mal um. Mach dir um ihn keine Sorgen. Er ist ein harter Bursche. Auch wenn er manchmal ganz schön rumheult hier. Als ich im Lebensstrom war, habe ich den richtigen Cloud gesehen. Ich meine, ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Cloud hat sich selbst gefunden. Ich sage, das ist so eine Selbstfindungs-Story hier, ne? Oder eine Selbstfindungsreise. Ja, da kann Tifa jetzt ja wirklich so einen Ratgeber schreiben, oder? Ne? Wie die Wolke sich selbst gefunden hat. Ah, verstehe. Ich hätte nicht daran zweifeln dürfen. Ich bin aber echt baff. Du bist ein besonderes Mädel. Ja, ich schlafe erstmal eine Runde. Das reicht. Menschen verbergen so viele Dinge in ihrem Herzen. Und viele Dinge... Und wie viele Dinge sie vergessen können. Komisch, nicht wahr? Lass dich einschlafen hier. Hey, Tifa, bist du okay? Oh, ich meine... Tifa! Und so stopp auch Tifa und Cloud. Alle weg. Das war's. War schön, so lange es gedauert hat, ne? Leute, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, wer mal anfangen. Sag nichts, Cloud. Du hast dich die ganze Zeit nur entschuldigt. Ja, ich meine, hat auch allen Grund dazu, ne? Ich war nie Soldier. Ich habe das alles nur erfunden, was mir vor 5 Jahren passiert ist und dass ich Soldier war. Ich habe mein Dorf auf der Suche nach Ruhm verlassen, wurde aber nie als Soldier genommen. Ich habe mich geschämt, so schwach zu sein, und dann hörte ich die Geschichte von meinem Freund Zack. Und er fand ein Trugbild von mir, das daraus bestand, was ich in meinem Leben gesehen hatte. Und ich spielte die Charade weiter, als ob sie wahr sei. Aber Cloud, warum tust du solche Sachen? Also wirklich, ich meine, schämst du dich so sehr, hast du so ein... Also das ist doch wirklich psychologisch, da gibt es doch bestimmt auch irgendwie einen Fachbegriff dafür. Ne? Dissoziative Persönlichkeitsstörung oder irgendwie sowas in der Richtung wahrscheinlich, ne? Trugbild, hä? Ziemlich stark für ein Trugbild, würde ich sagen. Hä? Ah, ich habe den Körperbau von einem, der Soldier war. Verstehst du, ich will mit meinem Buddy angehen hier. Hojos Plan, Sephiroth zu klonen, war nicht so schwierig. Es war das gleiche Verfahren, das sie verwenden, um Soldier anzufertigen. Versteht ihr? Die Soldier werden nicht nur der Marco ausgesetzt. Ihren Körpern werden wirklich Genova-Zellen injiziert. Egal wie, nur die Starken werden als Soldier genommen. Es hat nichts mit der Genova-Vereinigung zu tun. Aber schwache Menschen wie... ich gehen bei der ganzen Sache unter. Ich bin die Kombination von Genova-Zellen, Sephiroths starken Willen und meiner eigenen Schwäche. Jeder weiß das, denn ich bin die Wolke.
Versteht ihr? Der Herr meiner eigenen Traumwelt. Aber ich kann nicht mehr länger in meinem Traum gefangen leben. Ich werde mein Leben ohne Lügen leben. Ha, du bist echt verkorkst, Cloud. Ja, so kann man es auch sagen. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zu vorher. Du bist genauso ein Lappen wie vorher, ne, Cloud? Na übrigens, Cloud, was wirst du tun? Sag bloß, du willst das Schiff verlassen. Ich bin der Grund, warum der Meteor auf uns fällt, ne? Darum muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ding zu bekämpfen. Ja gut, dann kämpfst du also weiter, um den Planeten zu retten. Ja, es ist so, wie du immer gesagt hast, Barrett. Ach, okay. Na, du meinst das ernst, also? Wie? Ich verstehe es nicht. Du kannst aus dem Zug nicht aussteigen, du kannst nicht abspringen, du kannst das nicht. Haha, ja. So. Ach ja, da bin ich wieder. Voller Motivation. Wieder mit einem Lebenssinn. Oh, Cloud. Zurück, also. Naja, was will man machen? Ja, ich wollte gerade speichern, aber Cloud, deine Geschichte hat mich tief bewegt, wirklich. Tatsächlich bin ich eine schwache Person da. Verstehe ich deine Gefühle, Cloud? Was ist das? Ist das jetzt irgendwie gerade hier Therapiegruppe? Das ist ja wirklich lustig hier. Keiner weiß, wann der Kampf beginnt. Wir sollten bereit sein. Ja, Cloud, Barrett und. Nein, Catsif. Ich bleib bei denen. So. Aber jetzt hat natürlich. Moment mal, ich muss mal gucken, ob jetzt Sid noch die ganzen starken Sachen hat. Hör mal, Cloud, wir sind auf der Suche nach der großen Materia, ja? Ha! Naja, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß, das kommt überraschend, aber da ist ein Unterwasserreaktor in Junon. Ja. Tiefe Junons sind schmutzig und dreckig und tief, ja. Soweit ich sehe, ist nur dieser übrig. Legen wir also los. Na gut. Ja, das kommt jetzt etwas plötzlich, aber wir müssen zu Junon. Wir müssen in Junon eindringen. Wieder mal. Ja, ich freue mich, dass du wieder bei uns bist, okay? Nicht schlecht. Kannst du mich jetzt bitte füttern? Eine Welt voller Träume entfliehen. Ich frage mich, welche besser ist. So. Azubi-Pilot jetzt mittlerweile schon. Jetzt landen wir erstmal und speichern mal. Jetzt will ich aber erstmal, das erste, was ich schauen möchte, ist die Materia. Ja. Der hat nicht die ganzen guten Sachen mitgenommen. Da müssen wir jetzt mal kurz hier Dings anrufen. So. Lässt dann bitte alle Materia fallen hier. Die ganzen Starken auf ihn gesetzt hier. So. PHS. Und dann nehmen wir wieder Catsif. So. Schauen wir mal, was können wir denn machen? Zaubermateria. Wirken auf alle. Ja, der ist in Ordnung. Raub ist in Ordnung. Todesstoß habe ich bis jetzt nicht ein einziges Mal verwendet. Du nimmst jetzt. Na, nee, du nimmst nicht den Phönix. Wir haben Fernangriff extra. Weißt du was? Dann nimmst du nochmal extra MP. Das passt schon. So. Zaubermaterial Behandlung. Zauber plus erhöht die Zauberwerte. Das wäre eigentlich auch was für Barrett, muss man sagen. Und wer ist denn mit Cloud? Der hat ja gar nichts hier. Ich gerade. Warte mal. Ich habe den. Habe ich hier nicht die Ultima-Materia draufgelegt? Alle Ultima. Weißt du was? Das nimmst du mal raus. Du nimmst mal Hitze. Hitze und den Phönix nimmst du mal. Materia. Also er nimmt auf jeden Fall alle mit Ultima. Das muss auf jeden Fall sein. So. Bahamut. Ja, ein paar Sachen muss ich bei ihm jetzt auch rausnehmen. Ja. Kälte und Gift zum Beispiel, weiß ich nicht. Genesung, alles in Ordnung. Das bleibt bei ihm. Das ist schon in Ordnung. Ja, Zauber plus erhöht Zauberwerte finde ich eigentlich ganz gut bei ihm. Weil, wie gesagt, er braucht das wahrscheinlich auch fürs Heilen. Da kann man wahrscheinlich mehr heilen. Ja. Oder vielleicht nur, keine Ahnung. Verwandlung. So. Es gibt wahrscheinlich auch gute Kombinationen, ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. So. Ja, komm hier, der ganze Rest, den ich habe. Cloud ist nicht vollständig ausgerüstet. Egal.
Naja, was heißt egal? Ich könnte höchstens nochmal gucken, kurz nochmal PAS, jetzt mal nochmal tiefer reinholen. Hat nur irgendwas ausgerüstet, wahrscheinlich, ne? Ne, hat sie nicht. Okay. So, den habe ich jetzt hier. Die anderen dürfen eigentlich auch nichts haben. So. So, wir speichern jetzt auf jeden Fall erstmal und werden dann mal Junons tiefe Kloaken erkunden. So. Auf zu Junon! Seine Kloaken warten auf uns. Juhu! Also, Juno konnte ich mir merken. Das war ja nämlich an der Küste. Einer der wenigen Orte, die ich mir wirklich mal gemerkt habe. Immerhin, ne? Willst du los? Ja, ich möchte jetzt bitte landen. So, auf nach Junon, dann mal. So, sein Unterwasserreaktor. Ist die Frage, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich hier. Kommen wir da einfach rein. Wenn du mit dem Aufzug willst, gehen gehen, okay? Stell bitte an. Kommst du nicht allein rein. Schnell rein mit dir, los, ne? Beeil dich mal. Ja. Meine Güte, also wirklich. Du störst mich bei der Arbeit, beim Rumstehen. So, na dann auf nach unten. Gut, jetzt gehen wir nach oben. Ich dachte, wir können weiter nach unten. Aber ja gut, nee, der dann nicht. Also ich glaube nicht, dass wir nach oben müssen. Unterwasserreaktor heißt ja wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes nach unten. Habe ich wahrscheinlich, gut, wenn das jetzt oben ist, habe ich umsonst Geld ausgegeben. Kann natürlich sein, aber es sind nur 10 Jill, also wir werden jetzt nicht arm werden, ne? Und da alles noch im grünen Bereich. Ja, dann bist du ja wieder, ey. Was soll denn das, ne? Bin ich schon wieder da? Dafür hast du so viel Geld ausgegeben, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Gut, dann wollen wir uns mal den Unterwasserreaktor angucken. Müssen wir irgendwie schlafen? Ja. Bisschen sleepy sleepy wäre auch nicht schlecht, ja. Muss ich mal sagen. Wäre auch nicht so verkehrt, ja. Lass uns ausruhen, ja, bitte. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Uns mal ein bisschen hier. Wer weiß, was uns da erwartet. Am Ende kommt da noch irgendwie ein Endgegner oder wieder irgendwas Starkes, was uns hier potenziell vernichten möchte. Und das wollen wir nicht zulassen, ne? So, Unterwasserreaktor könnte natürlich auch hier in der Nähe des Wassers tatsächlich sein. Dieser eine, war das ja nicht der. Ist das Ding hier nicht so Unterwasserreaktor-mäßig irgendwie? Komme ich da hin? Nee. Ich dachte. Ach, ja, ich erinnere mich aber auch nochmal an diesem Strand, wo wir dieses dumme Mädchen da irgendwie gerettet haben, was einfach dem Monster entgegengerannt ist, ja. Okay, nee, das ist. Ich hätte jetzt natürlich vermutet, das war jetzt so meine Vermutung. Unterwasserreaktor ist halt beim Wasser. War wahrscheinlich eine blöde Idee. Dann müssen wir doch mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und dann irgendwo da oben. Irgendwo da oben wird man schon was finden. Dann ist der Cloud oben, wird man ihn loben. Oh ja, nochmal hier. Ja, ja, schöner Aufzug. So, da. Schnell rein mit dir. Aber ist ja nett, dass er mich trotzdem nach oben lässt, wenn ich ihn besteche, ne? Also, immerhin. Sonst dürfte ich das gar nicht, dürfte ich das gar nicht nutzen, ja? Aber durch seine Gnade sozusagen darf ich, macht er mal eine Ausnahme, ne? So, kann ich das nochmal wahrnehmen. So, speichern auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier, wie gesagt, keine Ahnung, wo das Spiel mich jetzt hinführen möchte. Ja. So, ich speichere mal hier auf jeden Fall. So. Unterwasserreaktor. Das Spiel gibt mir natürlich auch keinen Hinweis, wo ihr potenziell ein Unterwasserreaktor sein könnte. Das ist nur der eine Typ, der mir Geld verkaufen möchte. Oh, okay. Die gehen automatisch dahin. Geht auch so. Oh, keine Ahnung. Kann sein, ich täusche mich. Oh, kann ja sein, ich täusche mich, aber meint er nicht, uns fehlt etwas? Hä? Was?
Wie uns fehlt was. Was soll uns denn fehlen? Das verstehe ich jetzt mal gar nicht, was das Spiel für mich möchte. Uns fehlt etwas? Kann mich ja mal jemand aufklären? Uns fehlt was. Irgendeine Figur? Fehlt uns eine Figur? Nee. Ich meine, der Sid vielleicht? Muss ich den dabei haben, oder? Ja, was soll es denn fehlen? Verkleidung oder wahrscheinlich das? Wenn wir hier so viele Typen rumlaufen, gehen wir mal über den Umkleideraum, oder? Okay, hat nichts mit der Verkleidung zu tun, offensichtlich. Uns fehlt was. Es hieß doch, wir sollen Junons Kloake erkunden. Das war doch jetzt hier die Aussage, oder nicht? Könnt ihr mir helfen? Wenn sie die haben, wird sie zum Flughafen gebracht und von dort mit Gelnica nach Rocket Town. Bleibt immer wachsam. Wir haben jetzt angefangen, die große Materie aus dem Unterwasserreaktor von Junon zu sammeln. Ja, da will ich ja hin, aber ich kann nicht. Warum? Ja. Jetzt kommen wieder irgendwelche Kämpfe hier. Also das ist, was mir immer so ein bisschen stört bei dem Spiel. Ist halt so dieses, ja, was fehlt mir denn jetzt? Ich meine, klärt mich auf. So, oder gibt mir irgendeinen Hinweis zumindest. Oh, die sind aber weitaus widerstandsfähiger. Ja, wie gesagt, also wenn ich das überhaupt nicht hinbekomme, das sind dann solche Momente, wo ich kein Problem damit habe, auch mal, ja, mal die Lösung zu gucken. Weil, was soll mir jetzt fehlen? So, ich habe da jetzt die Materie gefunden, die ich finden wollte. Oder fehlt mir noch eine? Nee. Okay, zwei habe ich jetzt schon. Oder was fehlt mir jetzt noch? Weiß ich nicht. Aber ist ja jetzt nicht vergebens. Ich meine, wir nutzen das jetzt einfach, um ein bisschen aufzuleveln. Hier scheinen ja zumindest ein paar stärkere Gegner zu sein. Oder zumindest Gegner, die mir auch mal ein paar Erfahrungspunkte geben. Also ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Du, 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 du. So, wir laufen einfach weiter. Einfach weiter der Nase nach oder der spitzen Frisur nach. Und weiter geht's, meine Güte. Ich werde hier dauerhaft überfallen. Was ist das? Roulette-Kanone. Ja, wäre auch lustig, wenn das Ding sich einfach selbst zerstören würde, ne? Ja, vielleicht finden wir oben ja was, ne? Also wenn jetzt die Gegner schon wieder so effizient stärker werden, muss das ja auch einen Grund haben, ne? Also meistens sind stärkere Gegner ein Hinweis darauf, dass wir uns in dem richtigen Gebiet befinden. Aber hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja nichts mehr. Ist okay, ich guck mal, glaube ich, nach der Folge mal ein kleiner Blick in die Lösung. Also weil, ja, das ist ja immer nicht so spannend, wenn man irgendwie so 20 Folgen einfach nur wahllos rumrennt. Ich liebe diese Attacke, wirklich. Die ist so genial. Das Limit-Technik. Fantastisch. So, da hinten will er ja auch nicht hin, ne? Macht er ja nicht. Ja, dann wird man da unten von irgendwelchen Kämpfen unterbrochen. Das macht es halt auch nicht besser. So, Barrett muss auf jeden Fall mal jetzt hier uns heilen. Ganz wichtig.
Wird an der Zeit zumindest. Ja. So, und ja, hey. Sehr schön. So, Catliff, zeig mal, was du drauf hast, ja. Verwandlung. Verwandelung. Und was ist jetzt passiert? Oh! Ich bin ein bisschen gewachsen, oder? Eieiei. Ja, das ist groß. Die anderen sind... Okay. Ey, was? Was ist das, eine Transformation? Bin ich jetzt zum riesigen Catziff geworden, oder was? Was war das denn jetzt? Aber hey, ich meine, ich habe weitaus mehr Leben bekommen. Ich war stärker. Alles gut. Gut, ich renne jetzt nochmal zum Speierpunkt. Speichere da nochmal. Und dann... Mal erstmal einen Cut hier, würde ich sagen. Oh, das sind ein paar mehr jetzt hier. So. Was ist eigentlich mit meinem Blitz? Auf wen habe ich jetzt meinen Blitz gelegt eigentlich? Ja, Barret. Halte durch. Na los jetzt, lasst euch doch nicht so verprügeln hier. Verteidigt euch. So, komm. Na! Will der nicht sterben oder was? Oh, Zauber, heilen. Ganz wichtig hier. Jetzt gerade wird es kritisch hier. Habe ich das Gefühl. Ja, der greift jetzt mehrmals an, wahrscheinlich wieder, ne? Vermute ich mal. Es dauert ein bisschen, aber die halten schon durch, würde ich sagen. Das. Ich weiß nicht, ob wenn ich Blitz gepackt habe, also. Wahrscheinlich auf Barret, oder? Oder auf Catziff, kann auch sein. Nee, er hat's nicht. Wollen wir mal bei Catziff gleich gucken. Wenn er überhaupt nochmal drankommt. Hä? Hab ich irgendjemand hat. Okay. Da muss ich jetzt mal gleich gucken. Also, wer hat denn. Materia, alle Ultima, Kälte, Zerstörung. Ich habe da jetzt alle Materia, die ich habe, schon verbaut, oder nicht? Oh, Zauber plus Odin, bla bla. Ja, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn du Charaktere wechselst, dass sich einfach automatisch die ganzen Materia abgehen. Ne? Also. Jetzt muss ich halt irgendwie rausfinden, wer von den Charakteren. Der noch Blitz hat, weil Blitz hätte ich schon gerne in meinem Repertoire. Das wäre jetzt schon eine relativ große Verschwendung, das jetzt nicht irgendwie wahrzunehmen. Ja, mal jetzt hier hin. So, weiß ich doch nicht, wer könnte das denn haben? Vincent? Aber Vincent hat doch noch einige Sachen, oder? Ja, hey, hey, hey. Einige Sachen noch. Einige Sachen noch. So, trotzdem. Dich haben wir freigeräumt. Du vielleicht noch, Yuffie. Oh Gott, ey, ich habe ja noch so viel. Ja, dann, das müssen wir jetzt noch machen. Also ich möchte hier nicht irgendwie... Der hat auch noch Materia. Okay. Materia, so Cloud. Wolke, Wolke, Wolke. Wir haben nicht noch viele Sachen mit alle. Zum Beispiel alle und Asteroid. Gewitter ist nämlich Blitz. So, Blitz hier. Auf jeden Fall noch. So. Können wir die Sachen wegnehmen, die wir gar nicht brauchen. Ultima wollen wir behalten. Kälte auf jeden Fall. Zerstörung. Und Gift ist vielleicht gar nicht so schlecht. Analyse völlig unwichtig. Dann nehmen Kuyata, was auch immer das ist hier. Beschwört Kuyata. Ja, Wiederbelebung. Wiederbelebung vielleicht noch. Was mal so lassen, würde ich sagen. Barret, Zauber plus Verwandlung, nehme ich. Habe ich noch nie genutzt.
wirklich war es aber noch eine. Also jetzt noch. Also ich werde jetzt nicht noch eine Beschwörung da reinpacken. Wurf. Befehlsmaterial Wurf. Ich kann Dinge werfen. Will ich das? Feintechnik. Aqualung, was auch immer Aqualung ist. Oh ja, ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung hier. Komm, weißt du, behalt mal Feintechnik. Ist okay. So, Red 13 wird jetzt nochmal ausgetauscht gegen Ziff. Und dann gucken wir mal, ob wir die noch irgendwas rücken können. Erde, alle, Raub, extra MP, Fernangriff. Fernangriff ist bei dir nicht notwendig, glaube ich. Oder Ifrit und Ramu. Oh ja. Titan Shiva. Shiva ist halt auch nicht so schlecht, ne? Shiva hat jetzt auch schon einige Sachen. Nebenwirkungen, Behandlung. Ach ja, keine Ahnung. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher. Ich meine, was hast du hier? Odin, Neo, Bahamut und Phönixwald auf jeden Fall mit drin. So. Ultima, Bahamut. Vielleicht Bahamut brauchen wir nicht, wenn wir Neo Bahamut haben. Da könntest du jetzt noch Titan mit reinnehmen, zum Beispiel. Hier unten haben wir Kuyata. Würde ich jetzt mal so lassen. Todesstoß habe ich nicht einmal verwendet. Packen wir da Shiva rein. So, lass uns erstmal. Da setzen wir den Speicherstand und ich würde sagen, hier machen wir die Folge. Hier machen wir einen Schlussstrich. Ne? Bis zum nächsten Mal.